Wir zeigen euch, wie man Rohkosteis selbst herstellen kann, was eine leckere Schokoladenschicht umhüllt. Ihr braucht dafür Bananen oder anderes Obst. Wir als momentan vierköpfige Familie brauchen ca. einen Bund Bananen. Die Früchte werden alle eingeschnitten. Kleingeschnittenes Obst wird dann in eine Box gepackt, geschlossen und ab ins Gefrierfach gestellt. Ist es denn alles gut durchgefroren, könnt ihr das wieder herausholen, damit ihr die Sachen nicht im Gefrierfach weitermachen müsst. Ihr zerteilt die Früchte ein bisschen, ihr könnt die auch ein bisschen antauen lassen, je nachdem was ihr für ein Gerät habt, zum Zerkleinern. Ja, ich nehme da immer so ein Messer und zerstückel die noch ein bisschen, stell sie dann beiseite und stell die Schokoladensoße her. Dafür braucht ihr einen Esslöffel Kokosöl. Wir haben da das Kokosöl von Rapunzel verwendet. Dazu kommt ein Esslöffel Xylitol. Ihr könnt auch jedes andere Süßungsmittel eurer Wahl nehmen. Und natürlich muss für so eine Schokoladenschicht auch Kakao ran. Die Rohköstler unter euch achten darauf, dass das Rohkostqualität hat. Ihr gebt dann wieder einen Esslöffel dazu. Und verrührt das Ganze. Das Xylitol muss sich dabei nicht komplett auflösen. Wir können es erstmal beiseite stellen. Schafft ein bisschen Platz für eure Arbeitsfläche. Und dann geht es an das eigentliche Zerkleinern und die eigentliche Eisherstellung. Wir haben hier den Omega Juicer, der hat auch eine Mousse-Presse dran. Das geht ganz wunderbar, da helfen auch unsere Kinder gerne mit. Das zerkleinerte oder leicht angetaute Obst wird da oben hineingefüllt. Das Ganze wird dann so durchgeleiert. Man kann da nachhelfen mit einem Stößel. Und ihr seht schon, dass da so eine Wurstform herauskommt. Ihr könnt das in der Form noch variieren, dieses Eis, oder auch gleich in Eisförmchen hineinstecken. Unsere Kinder stehen gerade sehr auf diese Wurstform. Man kann da auch Röhren herstellen. Oder das, wie gesagt, ja an Eishörmchen reinfüllen. Bei uns sieht das Ganze dann so aus. Es sind eigentlich nur die reingefrorenen Früchte. Ihr könnt da auch noch Vanillepulver dazugeben, wenn ihr möchtet. Und darauf kommt dann die Schokoladenschicht. Die steht ja noch beiseite in unserem Töpfchen. Und sobald ihr die drauf gebt, wird die ganz schnell fest, weil das Kokosöl eben an den gefrorenen Früchten gefriert. Auf die Schokoladenschicht könnt ihr noch Kakaonips drüber streuen oder Rosinen. Die frieren dann auch mit an und sehen sehr lecker aus. Schmecken auch lecker. Guten Appetit!